Hallo und willkommen zurück, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Staxfel. Wir haben aufgehört damit, dass wir irgendwie dabei waren, einen Zitronenkuchen herzustellen. Und ja, es bleibt uns nicht erspart. Wir müssen wirklich irgendwie einen herkriegen. Und ja, ich bin jetzt auf der Suche nach der sogenannten... wie soll ich es nennen? Ein Tisch zum Mischen und Schneiden. Ne? Mischen und Schneiden. Also irgendwie müssen wir das herkriegen. Das wird wahrscheinlich teuer. Aber ich habe davon nichts. So, Schneidestation kostet ein Tausender. Mischstation kostet ein Tausender. So haben wir nicht. Das ist sehr schade. Haben wir eigentlich irgendwas dabei verkaufen können? Nein. Okay, wir können also nicht schneiden und mischen gleichzeitig, weil wir zu arm sind. So, ich versuche das noch gerade hinzukriegen heute. Wobei ich da wenig Hoffnung habe, weil es gleich dunkel ist und ich schlafen muss. Aber wir haben noch nie aufgegeben, liebe Freunde. Also, wir sammeln jetzt gerade noch ein paar Motten und sowas und gucken. Unser Schwebebaum ist immer noch da. Schön. Freut mich außerordentlich. So, wir nehmen das alles hier mal mit. Und führen das Ganze gleich mal dem Verkaufstisch zu. So, hier müssen nur noch ein paar mehr sein. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Jawohl. So, das nehmen wir auch noch mit. Den solltest du da nicht fliegen lassen. Den brauchen wir. Ich brauche noch einen Tausender. Dann habe ich die zweite Werkbank und dann gehe ich schlafen. Auch hier ist eine Biene, die rettet uns. Ich glaube, mit dieser Bienenkönigin haben wir tatsächlich den Tausender voll, weil die alleine bringt schon über 200. Das ist gut, das ist gut. So, wir verkaufen das Ganze mal und dann sehen wir mal zu, dass wir ins Bett kommen und kümmern uns dann am nächsten Tag, also morgen, ne, kümmern wir uns mal um die Herstellung eines Kuchens. So, das war aber noch nicht alles, hoffentlich. Nein, da sind noch mehr Sachen. Moment. So. Ah. Wir haben die 800 geknackt, wir haben die 900 geknackt, wir sind aber noch nicht bei 1000. Hier ist noch die Bienenkönigin. Nice. 880 bringt die nur. Aber es wurscht, es reicht. Es hat gereicht. So, das heißt, wir können jetzt, wir haben jetzt nicht doppelt kaufen. Wir haben jetzt die Schneidestation und kaufen uns jetzt nochmal die Mischstation. Und dann brauchen wir noch die Frittier, nein, Backstation. Die kostet auch ein Tausender. Aber ich hoffe... Wir kriegen ja noch von unseren Verkäufen auf dem Hof morgen früh einiges. Ich hoffe, dass da irgendwie ein Tausender zusammenkommt. Dann haben wir die Mischstation auch noch. Wir haben jetzt nur noch das Luxusproblem, dass wir das Ganze irgendwie unterkriegen müssen. Auf dem Hof, ne? Und auf dem Hof meine ich hier drinnen. Das muss ja irgendwie alles hier rein. Der Schrank, der muss da irgendwie weg. Der steht auch da mitten in der Küche. Der passt da gar nicht hin. Aber erstmal ins Bett. Das war frisch und ausgeruht sind. Es ist nämlich der erste Winter. Auch da fängt wieder ein Fest an. Vom 3. bis zum 7. ist ein Fest. So, Gegenstände wurden geliefert. Alles Klärchen. Alles wunderschön. Dann gehe ich gerade mal schauen. Nice, es ist Winter. Und es sieht irgendwie auch dunkel aus. Und hier hat schon wieder einer einen Voxelboy verloren. Ach nee, ein Hasenhandy. Nice. Tobi, frierst du gar nicht? Ihr seid alle winterfest, ne? Ja. Rossi schallig. Komm, machen wir erstmal die Runde hier. So. Ausmisten. Bertha strahlt. Jetzt muss ich noch die andere erwischen. Hallo, die andere. Yo, hab ich. Na, Sox, wie sieht's aus? Hm? Du wartest auch auf Kameradschaft, ne? Ja, wenn ich mal Kohle hab. Dann kaufe ich dir noch einen kleinen Kollegen. Dann freust du dich, ne? So, jetzt erstmal die Wolle weg. Ist gut im Winter. Dann frierst du wenigstens mal. So. Zack. Na also. Mensch, die zittrigen Kühe, das ist auch eine Qual. Legt ihr auch im Winter Eier, ihr zwei kleinen süßen Hühnchen? Ja, schon, aber ich weiß nicht, wo ihr das zweite Ei mal versteckt. Hm? Oh, ach, da auf dem Zaun. Mensch, bin ich ja drüber weggelaufen. Meine Güte, hätte ich ja platt drehen können. Habe ich aber nicht. Sensible Füße. So, jetzt nehmen wir das hier nochmal weg.
Oh ja, 1900. Das freut mich. Das freut mich deswegen, weil wir noch eine Werkbank kaufen müssen. So, wir verkaufen jetzt erstmal unsere ganzen... ne, die Zitrone auf keinen Fall. Die habe ich mir ja gerade erst kommen lassen. So, die Milch kann weg. Was haben wir denn hier noch so an Krempel? Das sind die Zutaten. Ja, ich glaube erstmal so, ne? Jetzt habe ich es weggeschmissen. Wie geht das denn? Das habe ich ja noch nie gemacht. Ich habe ja schon öfter daneben geklickt. Naja, gut. Man lernt nie aus, man lernt nie aus. So. Wir sind allerdings noch nicht fertig, ne? Wir müssen noch einmal die Bienen abchecken. Und mehr nicht. So, hier haben wir schon mal dreimal fertig. So. Glas brauche ich bitte. So, dann müssen wir hier nochmal... Ja, das wird wunderbar. Das gibt richtig lecker Honig. So, hier auch? Nee. Aber die füllen sich langsam. Da wird langsam alles voll. So, dann haben wir den Honig fertig. So, das Ding ist vertrocknet. Das andere scheint alles zu wachsen. Okay, der Mais kann's nicht ab. So, ich brauche mal die Sichel. Das war hier einmal... Der Mais kann den Winter nicht ab. Aber gut. Wer soll's ihm verübeln, ne? So ganz ohne Jacke. So. Ich frage mich jetzt natürlich, müssen wir jetzt gießen, wenn es schneit, oder? Das sieht aber noch gut aus. Das war der goldene Mais, ne? Den lasse ich mal noch stehen. Kann ich irgendwie nicht zuordnen, diese Farbe. Sieht anders aus als die anderen. Aber ich glaube, gießen müssen wir nicht, ne? Das sieht alles so fertig aus, schon so. Obwohl, was wir vielleicht noch machen sollten, bevor wir die neue Werkbank holen, haben wir noch Samen für den Winter? Da müsste ich jetzt hier alle nehmen und alle mal durchgucken, ne? Sonst könnte ich das ja gar nicht rausfinden. Oder gibt es irgendwie einen Katalog oder so? Das wäre natürlich schön. Also Mais auf jeden Fall nicht, weil Mais ist gerade vergammelt. Süßkartoffeln, die wachsen nicht im Winter, oder? Nee, das ist Blödsinn. Dunk, ja, Dunk wächst im Winter. Brombeerbusch. Brombeerbusch haben wir da hinten noch gepflanzt. Was steht denn da dran? Wächst innerhalb von 9 Tagen im Sommer. Wächst alle 3 Tage. Ja, das haben wir natürlich verschwendet, ne? Auberginensamen. Herbst, Sommer und Herbst. Hafer. Herbst. Hallo, ich will das einmal... Ich will das wegstellen. Menno. Wassermelon. Nee. Zuckerrüben. Zuckerrüben? Herbst und Winter. Stimmt, da wollten wir auf Anfang Herbst warten, dass sich das lohnt. Und Kartoffeln. Ist jetzt auch nicht. Okay. Gut, dann holen wir noch die letzte Station. Die da heißt... Backen. Logisch, backen. Welche Küche kann nicht backen, ne? So. Boah, ich schau mal hier noch Kuchen. Und wenn die jetzt hier Zitronenkuchen hat, ne, dann raste ich aus. Popcorn. Apfel. Hat sie nicht. Weil sonst hätte ich den auch kaufen können, hätte mir die ganze Kohle sparen können. Wobei der wird dann auch wahrscheinlich 5000 kosten. Aber macht ja nichts. Wir haben ja allein für das Rezept schon fast 5000 bezahlt. Das muss man sich mal vorstellen in seinen... Kochstation kostet 200? Ach so, Kochstation. Ja, wir brauchen ja auch die Backstation, ne? So, nee, die gibt's jetzt hier nicht. Hallo, gibt's ja keine Backstation jetzt, ehrlich? Du machst mich alle, Freund. Ich guck nochmal. Rezepteinblendung, was ist das denn? Ah, nee, jetzt kann ich es mir einblenden lassen.
Ja, cool. Da kann ich mischen. Butter, Salz, Mehl. Da steht jetzt, was ich mischen muss. Der erste Schritt. Meine Güte, ist das einfach. Oh, nee, ne? Und Rüben und so hatte ich doch schon. Wenn ich das einfach schneide, dann kriege ich wahrscheinlich mehr Kohle, ne? Ja, Donnerer, Wetterer. Also ich brauche Backen. Und Backen werde ich jetzt hier nicht finden, offensichtlich. Dann kann ich es mir auch genauso gut bestellen. Ich kann ja noch mal bei den fliegenden Händlern gucken, aber hier finde ich jetzt im Moment kein Backen. So, ihr Händler, Dinger. Aber warum sollten die hier eine Backstation anbieten? Das ist ja unrealistisch, wa? Vitrine für große Fische. Ja. Wisst ihr was? Ich verkaufe euch mal ein paar Sachen. Nee, stimmt ja gar nicht. Ich habe ja nicht viel. Ich habe nur Honig. Apropos Honig, den verkaufe ich hier wirklich. Aber ich brauche Glas. Ich muss mir Glas kaufen, sonst bin ich ja bald arm dran, weil die produzieren Honig wie Sau. Aber ich glaube im Winter noch nicht mehr, oder? Aber doch. Haben die doch. Echt, produzieren die auch im Winter Honig? Das ist mir jetzt neu. Aber gut, wir wollen mal nicht meckern. Kohle ist Kohle. So, jetzt können wir uns schön das Rezept da einblenden lassen. Aber das wollen wir ja nicht die ganze Zeit, oder? Das geht dann doch ein bisschen auf die Linse, wa? So, das blenden wir uns ein, wenn wir backen. Ist eine gute Sache. Gut, dass wir hier noch ab und zu neue Sachen entdecken. Hat doch so ein bisschen Mehrwert, ne? Auf jeden Fall. Weil bei diesen ganzen Dachziegeln und so, die wir gebaut haben, da haben wir immer hin und her geswitcht und das war schon ein wenig Klickerei. Ging auch. Das ging ja auch. Aber wenn man hat es doch gerne einfach, oder? So. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das hier unterkriegen, das ganze Zeug. So, was haben wir denn hier für eine Station? Mann, ist die riesig. Klar, die sind auch noch so riesig, weißt du? Schneiden. So, du kommst da jetzt mal weg. Kleiderschrank. Der Kleiderschrank kommt jetzt mal da irgendwo hin. Was weiß ich denn da? So, schneiden hätten wir. Mischen. Schneiden. Ja, es tut mir leid. Das muss weg. Eine Küchenspüle, die ist eh nur Deko, ne? Die Küchenspüle, glaube ich, schmeiß die einfach ins Verkaufsstation gleich. Also nicht gleich, aber morgen. Weg damit. Brauche ich nicht. Kühlschrank habe ich auch nicht mehr. Oh, Fossilien. Die trage ich auch schon länger mit mir rum, ne? Die Fossilien, die kann ich ja schon mal so. Okay, aber ich kann eigentlich dann auch schon mal anfangen, ne? Weil wir können die ersten Schritte schon mal machen. Bis aufs Backen könnten wir eigentlich. So, wir müssen mischen. Mischen. So, bitteschön. Also, wir machen da rein. Folgendes tun wir da rein. Wir nehmen Butter. So, dann muss ich das nochmal hier wegtappen. Wir nehmen Butter, wir nehmen Salz und Mehl und Zucker. So. Da kriegen wir jetzt was von? Mixen, 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 mixen. Eine Kuchenkruste. Die hätte ich auch kaufen können. Aber gut, selbstgemacht ist auch nicht schlecht. Jetzt müssen wir schneiden. Und zwar die Zitrone müssen wir schneiden. Das ist wunderschön. Die packen wir mal da drauf. Das ist die sogenannte Schneidemaschine. Die macht riesig Späne. Aber die fegen wir gleich weg. So, gehackte Zitrone. Jetzt müssen wir kombinieren. Kuchenkruste und gehackte Zitrone. So, kombinieren machen wir hier direkt, nachdem wir die Dachpfannen gemacht haben, machen wir den Kuchen da rein. Ungebackener Zitronenkuchen. Ja, wir sind eigentlich schon mal ganz weit, wa? Jetzt kommt hier noch Backen hin. Und dann hätten wir es. So, aber Backen können wir im Moment nicht kaufen. Also machen wir es mal so. Backstation kann ich. Ja, hier ist eine Backstation. Gab es die da wirklich nicht zu kaufen? Egal, ich bestelle jetzt eine.
Gut, ist bestellt. So, jetzt muss ich nur noch backen. Schlafen kann ich noch nicht. Wie wäre es, wenn wir mal zur... Ups. Ich hab Tobi um mir laufen. Ich habe gekratzt im Hals, Freunde. Tut mir leid. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. So, ich wollte sagen, wie wäre es, wenn wir ein bisschen angeln gehen? Ja. Wegen der Fische. Ich weiß nicht, warum die sich da immer in Sand eingräbt. Das macht die jedes Mal. So, wir gucken mal, ob wir einen Fisch kriegen. Hier in unserem kleinen Teich, da schwimmen auch die großen Hechte rum. Das kann ich euch sagen. Du hast was am Haken. 1, 1, 1, 3, 1, 2. Falsch, 2, 2. Was ist das? Müll. Hundertprozentig. Alge. Hm. Eine Alge. Ich freue mich. So, was kriegen wir jetzt? Dreimal angeln wir. Dreimal. Ne, Ria? Du kannst zugucken. Mit Kopf in Sand. Oder was du da machst. 1, 3, 3, 4, 3, 4, 1, 4. Das kann auch noch Schrott sein, oder? Eine Blechdose. So, jetzt hier nochmal. Und dann haben wir es aber. Das wird ein richtig dicker Fisch. Ich glaube, wir haben hier in dem Teich noch keinen einzigen Fisch gefangen, ne? Ich glaube, keinen einzigen. Immer nur so Schrott. Richtig guten Schrott. Und diesmal ein Kampffisch. Wahnsinn. Ehrlich? Dieser Kampffisch hat äußerst elegante Flossen. Fast wie seidene Flügel. Hui. Okay. Okay, ich nehme alles zurück. Wir haben doch hier irgendwie Fisch gekriegt. Oh, haben die schon gepennt? Entschuldigung. Aber es beunruhigt mich ja auch ein bisschen, ne? Dass wir Kampffische im Teich haben, ne? Also, bitte. Aber diese Samen, die man hier mit der Sichel kriegt, ne? Interessiert mich oder frage ich mich gerade, wenn ich hier die Blumen wegholze. Sind die dann für den Winter geeignet? Diese hier, diese Samen? Ach, die Blütenblätter schon wieder. Ja, ist die Frage. Sind die dann diese zwei hier zum Beispiel für den Winter geeignet? Das muss ich mal testen, weil das weiß ich nicht. Alge. Achso, die habe ich gerade gefischt. Ich pflanze die mal ein. Weil das sind ja irgendwie gemischte Samen, ne? Dann, sonst müssten die ja dann einfach wieder kaputt gehen, ne? Weil im Winter gibt es jetzt, glaube ich, nicht so viel, was da wächst. Oder? Es sind immer so viele Oders, ich weiß es einfach nicht. Wir probieren es mal aus. Wollen wir mal früh schlafen gehen? Dass wir mal Progress zeigen können. Aber ich weiß nicht, ob früh schlafen geht funktioniert. Es ist zu früh zum Schlafen gehen. Ja, dann lass mich bitte wieder aufstehen. Ach, guck mal, hier ist noch was aufgetaucht. Was ist das? Ein T-Rex-Schwanz und ein Mammut-Oberkörper. Okay. Ein T-Rex-Schwanz. Ich glaube, der ist neu. Oder? Und ein Mammut-Oberkörper. Das sagt mir aber was. Mammut-Oberkörper? Da. Haben wir jetzt hier irgendwas vervollständigt? Nein, ne? Wo war das hier? Doch, der ist neu. Mammut-Oberkörper hatten wir doch schon. Das stimmt doch gar nicht. Der fehlt noch und der. Also müssten wir ja wieder Punkte kriegen, ne? Naja, okay. Wir gehen auf jeden Fall schlafen und beenden damit gleichzeitig die Folge, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen und schön, dass ihr dabei wart. Ich kann heute nicht mehr sprechen. Tut mir leid, Freunde. Ich bin ein bisschen müde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.